Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Valhalla. Wir werden jetzt mal nach Tuaim oder wie das da heißt, Tuaim reisen und da das... Wow, wer oder was? Alter Verwalter. Wer waren denn diese Typen jetzt eben gerade? Außerdem, warum ist ja nicht ständig so eine Giftwolke? Los, weg von hier. Wer waren denn diese Typen hier überhaupt? Naja, egal. So, weiter geht's im Text. Okay, kommt man vielleicht einfach hier über den See so rüber? Naja, da kann ich einfach mal kurz rumreiten. Geht vielleicht schneller als einfach durchgehen. Oh, warte mal ganz kurz. Und jetzt hier wieder auf. Ja, meine Heilung hier mal wieder ein bisschen auffüllen. So. Sind noch mehr Himmelsträucher? Nee, leider nicht. Okay, wo lande ich jetzt? Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Okay. Zeig es mir. Ach Gott, jetzt muss ich mich auch noch wieder da durchschleichen oder durchmetzeln. Mal gucken da. Okay, da irgendwo ist noch so ein Geheimeingang. Aber erstmal gucken, wie viele Feinde habe ich hier jetzt überhaupt? Wie viele sind hier denn jetzt überhaupt? So. So. Den bin ich jetzt erstmal los. Das ist Tuaim. In einem der Häuser versteckt sich dieser Fluchstein. Okay. Ja, aber in welchem Haus jetzt? Okay, da hinten könnte vielleicht was sein. Guter Gott, was soll die Aufregung? Ach, Kacke, da kommt noch einer.
Vielleicht im Gebüsch hier. Ach, scheiße. Alter. So, jetzt will ich eigentlich nur im Karton. Ach, Kacke, Quatsch. Nee. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Was mache ich denn hier? Jetzt kommt mein Reittier hier an. Ja, für mich schon wieder nichts. Okay, aber irgendwie habe ich jetzt Bock. So, wenn der sich jetzt hier auch nochmal umdrehen würde. Ah, nun mach endlich. Also. Ach, Kacke. So. Gut. Soweit ist so gut. Oh, warum komme ich jetzt hier nicht rüber? Okay, gut, egal. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Aber irgendwie sind die auch ziemlich agil unterwegs, die Typen hier. Habe ich eben gerade so festgestellt, finde ich. Also, dass sie ziemlich agil waren eben gerade, der da im Gestrüpp. Hier gibt es nichts zu plündern. Gut, dann wieder raus hier. So. So, jetzt sieht das, was Gegner angeht, das Ganze hier schon ein bisschen freundlicher aus, finde ich. Verschlossen. Jemand hier muss einen Schlüssel haben. Ach. So, wo ist denn jetzt der Schlüssel da hinten? Da hinten ist einer mit. Da braut sich was zusammen. Ach. Du magst wohl Grünzeug. Bezahl für deine Sünden. Alter, ich hab doch eh gerade. Gib mir Stärke. Dann wird es nicht mehr dauern. Ich suche dich. Das kostet dein Leben. So, die Rübe ist unten. So, wie sieht es jetzt hier aus mit Gegnern? Jo. Gegner hat sich erledigt. So, jetzt brauche ich noch den Schlüssel. Nachricht eines Dorfbewohners. Werte Herrschaft, ich habe dir ja schon
früh helfen. Ich hab dir ja schon früher helfen getan. Wow. Auch diesmal könnte der Tratsch nützlich sein. Ein paar Dorfbewohner, die bei der alten Figur beten haben, Schreie von wer weiß wo kommen gehört. Vielleicht aus dieser Höhle unter dem Dorf, in der ich für dir Torf liefern sollte. Dacht mir, du solltest das wissen, bevor die Leute wie immer neugierig werden tun. Ich werde nicht nach Silber fragen, obwohl ich es gebrauchen tät. Okay. Unter dem Dorf? Das ist seltsam. So, ist hier noch irgendwas, was ich plündern kann? Ah ja, hier. Pfeile werden natürlich mitgenommen. So, warte mal. Suche nach dem Fluchstein. Suche nach einer Höhle unter dem Dorf. Der Höhleneingang ist bei der mittigen Figur. Okay, da unten sind ja auch... Ah ja, das kommen wir die wieder an hier. Sie für mich sühnen. So, warte mal. Bei der mittigen Figur... Wo ist diese mittige Figur? Warte mal. Okay, dann lege ich wieder meine Verkleidung an, sonst fangen die an, wieder Stress zu machen. Dieser Ort wird gut bewacht. Das hier könnte aber der Eingang sein. Versperrt. Sicher gibt es einen anderen Weg hinein. Ach ja, toll, Subi. Was siehst du da oben, Sönin? Der Eingang ist bei der mittigen Figur. So, warte mal. Okay, ich nehme an, hier muss ich noch mal hin. Aber ich würde mir auch gerne das noch mal holen. Oder das ist irgendwie... Ah, nee, das ist da unten. Und da ist wieder eine Schlüssel. Okay, gut. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken, wo ist jetzt der Höhleneingang? Ah ja, das könnte hier. Könnte hier der Fall sein. Oh ja, hier haben wir es auch schon. So. Okay. So. Was ist das? Ach so, ich dachte, hier wäre jetzt der Eingang. Ach, doch nicht. Schade. Ja, aber wo ist denn jetzt?
Alter, vielleicht hier unten drunter? Okay, jetzt habe ich den Höhleneingang gefunden. Wunderbar. Soweit ist so gut. Oh! Ein dicker fetter Bär. Eieieiei, das... Das tat weh. Bei Lokis Eiern. Bei Lokis Eiern, geil. Schon stärker. So, jetzt speichern wir es mal ab. So. Och. Kacke, wie komme ich denn... Na super, wie komme ich denn jetzt hier mal weiter? Ja, supi. Gibt's hier... Ach, da oben. Das sind ja nur in Anführungsstrichen vier. Und da waren es nur noch drei. So, da waren es nur noch null. Was machen die hier? Boah, nee, ich will es nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen. Nachricht an Druiden. Druiden der Danu. Die Stunde des Rituals steht bevor. Alle Bemühungen sollen auf einen Erfolg gerichtet werden. Wir haben reichlich Gaben, um den Fluchstein unseren höchsten Druiden zu erfreuen. Schäbiges Opfer. Daraus werden sie keine Zeichen lesen. So, warte mal. So nach dem Fluchstein gefunden, Weise. So, jetzt werden wir uns erstmal das hier holen. Neue Fähigkeit. So, was haben wir jetzt hier? Irischer Wolfshund. Rufe einen irischen Wolfshund, der dich wie ein guter Hund gegen alle Angreifer verteidigt.
Ja. So, und wer zum Geier bist du? Welch Unglück ist dir widerfahren? Ein Segen, du bist keiner von denen. Keiner von wem? Den Dennern. Sie sind anders als alle Droiden, die ich kenne. Sie ergriffen mich und meine Gefährten. Wir hatten uns im Nebel verirrt und meine Gefährten... Bitte beruhige dich. Die Hochdroiden, sie nennt sich Fluchstein, opferte sie Stück für Stück, verstehst du? Erst eine Hand, dann ein Bein. Flieh, solange noch alles an dir dran ist. Doch zuerst sag mir, was dieser Fluchstein plant. Sie zerrte den guten Finden zu irgendeinem Ritual. Der arme Mann, ich mag mir nicht vorstellen, was aus ihm wurde. Rette dich. Das werde ich. Ich will nur fort von hier. Möge Thors Glück im Holz sein. Okay. Gut, ich nehme an, das Goldene da hinten ist der nächste Hinweis. Oder auch nicht. Nichts und niemand drin. Gut. Okay, gut, da ist der Hinweis. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Moment mal, wieso? Wieso zeigt er da jetzt eben gerade hier was an? Wenn hier gar nichts ist. Da, jetzt zeigt er da schon wieder was an. Notiz vom Fluchstein. Ich bin aufgebrochen, um das Ritual vorzubereiten. Mein Puka ist wie immer bei mir. Überschwemmt das Land mit Nebel. Mein Puka wird da aus Stärke ziehen, um die Gestalt zu ändern. Der Fluchstein. Puka? Was soll das denn sein? Ein Opferritual und irgendwas über einen Puka. Nicht viel, aber Kira weiß vielleicht, was das heißt. Hier sagen wir noch ein paar Pfeile ein. So, ich glaube, das war's dann jetzt auch hier, ne? Ich meine, wenn er fliehen will, warum hockt er denn da jetzt und... Naja. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, ein Opal. Ja, Moment mal, wenn ich jetzt hier nicht mehr hochkomme. Ja, dann muss ich gleich mal einen anderen Ausgang suchen. Aber hier komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Nee. Okay, gut. Dann muss ich mal gucken, wo es denn sonst hier rausgeht. Soll ich hier irgendjemanden rächen? Aber was ist das jetzt hier? Räche Elvu 247. Elvu ist im Kopf gefallen. Die Rache ist dein. Finn und töte die Täter. Ja. Oh.
Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wer dieser Elwood war oder. Weil das ein anderer Spieler oder. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Kira sagte, wir treffen uns südlich vor dem Dorf. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Alter, hier ist doch gar keiner mehr, der mir was könnte. Ich habe sie alle platt gemacht. Eivor, ich habe das Heim... Ist Barold Flans Zorn entkommen? Das ist er, zu seiner Erleichterung. Die Krieger erholen sich auch. Was hast du erfahren? Der Fluchstein wird ein Opferritual durchführen. Opfer? Oh je, dann gehört der Fluchstein den Hochdruiden an. Das hörte ich auch. Aber welchen Unterschied macht das? Sie hat große Macht. Sie wird von ihren Gefolgsleuten beschützt. Nicht nur von denen. Ich habe auch erfahren, dass der Ritus beschützt wird von einem... Was war das? Ein Pupa? Ein Pupa? Das wird gefährlich. Aber wir haben keine Wahl. Das Ritual wird sicherlich in Kernach abgehalten. Wir müssen dort nachsehen. Was ist ein Pupa? Eine Art Tier? Eine Art Tier? Ich erkläre es dir unterwegs. Komm. Gut, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Du wolltest erklären, was ein Pupa ist. Ach ja, das waren einst wunderbare Wesen. Sie konnten die Gestalt jedes Tieres annehmen. Nun sind sie gefährlich. Ist das ein Scherz? Habt ihr keine solchen Wesen in Nordwege? Es gibt Fenrir, einen Wolf unter Göttern. Aber er ist die Ausnahme. Nun, Puki sind recht häufig in Irland. Pukai, Opferrituale. Ist das deine Welt? Die Kinder der Danu folgen einem Irrweg. Wahre Heiden widersetzen sich ihnen. Flan weiß, dass unser Erbe ohne seine Unterstützung verschwinden wird. Er hat geschworen, dies nicht zuzulassen. Gut, ich bin jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.